Wir haben nur eine Wahrheit. Wir sind alle. Alles. Jeder für sich ist das Universum. Es gibt nur ein Universum für dich und es ist dein Universum. Ihr wartet auf ein Video. Ein Video ist fällig. Und im Prinzip ist es völlig egal, worum die Videos gehen, weil es geht immer nur ums Gleiche. Und wenn du erkennst, wer du bist in deinem Universum, gut, richtig, perfekt, göttlich gewollt, und dass das nichts damit zu tun hat, was in dieser von Menschen designten Welt, designten Matrix, durch das Denken, das dem Menschen implementiert worden ist, das hat damit nichts zu tun, dieses menschliche, beschränkte Denken. Und diese Labels, diese Diagnosen, diese Einordnungen, Schachteln, das gibt es in Wahrheit nicht. Wenn du erkennst, wer du bist als energetisches Wesen, bist du unendliche Energie, die als nichts anderes zu beschreiben ist, als alles das ist. Und wenn du alles das ist, personifizieren möchtest, dann bleibt da nur ein Ich Bin. Und wenn du dieses Ich Bin aus dieser Welt des Human Designs, aus der beschränkten Matrix, aus wirklich beschränkt, aus den beschränkten Ansichten rausnimmst, in dem Moment beschränkst du dich. In dem Moment setzt du dich in eine Welt der Beschränkungen, der beschränkten Möglichkeiten, der Unmöglichkeiten. Und dann lebst du da drin. Und jetzt frage dich bitte, warum möchte ich mich beschränken durch mein Denken? Wenn Energie doch unbeschränkt ist, warum lerne ich nicht zu denken wie Energie? Warum steige ich nicht aus meinem beschränkten Denken? Nur weil ich immer wieder darauf hineinfalle, was in dieser beschränkten Welt als gut und richtig gilt, als wahr gilt. Und Wahrheit ist nicht wahrhaftig. Beschränkte Wahrheit ist aufgebaut auf Zusammenhängen, auf Analysen in einem kleinen, beschränkten Feld. Und alle die Leute, die sagen, ja, in meinem Feld gibt es Menschen, die und so. Das heißt, in deiner Ansicht, also da ist jetzt jemand in mein Feld getreten, der hat das und das für ein Problem. Es ist dein Feld, es ist deine Ansicht und es ist dein Problem. Und deswegen gehe ich niemals in Felder, in die Universen, in Welten, in Realitäten, die von Menschen generiert werden, die immer noch glauben, es gibt Limitierungen. Es gibt Mangel und ich muss Mangel ausmerzen. Es ist jeglicher Mangel ausgemerzt in dem Moment, wo du erkennst, dass ja gar kein Mangel da sein kann. Weil Energie alles ist, ohne Mangel. Und du dich wieder in eine Identifizierung mit Mangel hineingibst und gleichzeitig dich wie eine Katze in den eigenen Schwanz beißt und versuchst, den Mangel auszumerzen, den es gar nicht gibt, den du selber generiert und kreiert hast. Und diese Coaching-Welt des Mangels, des Human Designs, dreht sich im Kreis. Und jeder Coach, der
das nicht erkannt hat, wer er wirklich ist, wie die Welt als energetisches Prinzip funktioniert, erzählt nun mal beschränkte Wahrheiten, führt in Abhängigkeiten, führt über Zusammenhänge und Logik, die es nicht geben muss, weil es keine Zusammenhänge und keine Logik gibt auf dieser Welt. Es gibt nur das, was du sehen kannst, das, was da ist. Und es ist da, weil du sagst, dass es da ist. Wenn du es kompliziert machst und sagst, ja, ich bin jetzt so und so, weil ich die Diagnose hatte und aus dieser Diagnose heraus das und das gelernt habe, bla 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 bla, bleibt zum Schluss genau eine Sache. Und das ist das, was du denkst, was du bist, als was du dich wahrnimmst. Und das manifestiert sich und reflektiert sich in der Außenwelt. Und ohne dieses Wissen manifestieren sich immer wieder Leute Dinge in ihr Leben, das sie beschränkt, einschränkt. Und dann sagen sie, ja, ich helfe den anderen, die die gleiche Einschränkung haben wie ich, weil ich aus dieser Einschränkung rausgekommen bin. Aber sorry, Liebes, Lieber, ich kann dir nicht glauben, dass du aus einer Einschränkung rausgekommen bist, aus einer Diagnose rausgekommen bist, wenn du immer noch in einer Realität lebst, in der diese Diagnose relevant ist. Verstehst du das? Es ist nicht relevant. Keine Diagnose, keine Einschränkung ist relevant, hat irgendeinen Einfluss, hat irgendeinen Zusammenhang, hat irgendeine Auswirkung auf dein Leben. Außer du sagst, es ist so. Und deswegen darfst du ohne einen einzigen Erlaubnisgeber komplett und matto in deine energetische Identität aus höchster Perfektion, manche nennen es Seele, eintreten. Aber du musst dort eintreten ohne Bedingung, ohne Wenn und Aber, ohne Logik, ohne Zusammenhänge und ohne Erlaubnisgeber. Einfach nur aus diesem einen Grund, dass du weißt, wie Energie durch dich hindurch funktioniert. Durch deine Ansichten. Und wenn du eine Ansicht hast von einer Diagnose, dann ist die Diagnose genauso. Und wenn du eine Ansicht hast, dass Ärzte oder dass sonst irgendwelche Spezialisten und Experten keine Ahnung haben, dann ist es genau so. Aber du kannst in eine Welt eintreten, in eine Realität, in der du sowieso bist, die dir gefällt, wo alles in höchster Perfektion existiert. Und dann erst heilst du, hilfst du, coachst du, mentorst du die Menschen so, wie sie gementort und gecoacht und unterstützt werden sollen, müssen, aus ihrem Human Design raus in ihr Divine Design. In ihre Divine Design Identity, in ihre Divine Design Personality. Und dann machst du das, wozu jeder Mensch aufgerufen ist. Erst selber herauszufinden, wer er wirklich ist. Das anzukennen, annehmen, lernen. Diesen Dialog zwischen dem alten, bedingt orientierten, konditionierten, programmierten Verstand aufzulösen und in Fakten zu reden mit diesem Verstand, in Fakten. Und warum soll eine Diagnose, komm wieder darauf zurück, weil mich das gerade heute so aufregt, wie Menschen Diagnosen, Labels, Einordnungen annehmen, aufgrund von Zusammenhängen, von Analysen, von Rückschlüssen, die irgendjemand mal gemacht und bewiesen hat. Weil es gibt keine Diagnose ohne Symptome.
Und wenn du diese Symptome nicht in Zusammenhang mit einer Diagnose bringst, worauf soll dann die Diagnose stehen? Hat die doch gar keinen Bestand. Das hat keinen Einfluss. Und das musst du erkennen, dass diese ganze Einflussdenkerei, die ganze Bedingungsdenkerei, die ganze Zusammenhangsdenkerei, dass die Ursache deines ganzen Leidens, deiner Einschränkung ist, sei sie körperlich, sei sie finanziell, sei sie gesundheitlich, sei sie in Beziehungen, sei sie mit anderen Menschen. Wenn es da aber doch keinen Zusammenhang gibt, außer dem, den du postulierst, und ohne diese Zusammenhänge gibt es nicht diese Geschichten, die du manifestierst. Was hast du denn noch für eine Geschichte über dich, über dein Leben, über deine Vergangenheit und für deine Zukunft, wenn du alle Zusammenhänge rausschneidest? Das ist ja das, was die energetische Bänder durchschneiden eigentlich wollen von dir. Dass du aufhörst, energetische Vernetzungen zu generieren, wo gar keine existieren. Weil die Energie ist on, wenn du sagst, es ist so. Du bist gesund, du bist reich, du bist perfekt, du bist ideal. An dir ist nichts falsch. Ideal ist so wie du. Du bist divine, du bist göttlich, du bist ideal. Jede Ausgestaltung des göttlichen Ideals ist ideal. Und wir sind alle Ausgestaltungen des göttlichen Ideals. Nur dieser verdammte Kopf hier oben sagt, da ist irgendwas nicht ideal, da ist irgendwas nicht gut genug, das muss anders sein und das muss verändert werden. Und es ist schlichtweg eine Lüge. Und wenn du das deinem Verstand immer wieder mehr und mehr beibringen kannst, bist du da und redest nicht mehr in Beschränkungen, in Diagnosen, in Zusammenhängen, in Beziehungen. Und viele von euch sind hier, weil sie eine Traumbeziehung mit einem Traummann haben wollen. Traumbeziehung. Aber auf was willst du dich denn beziehen, als auf dich selbst? Nur du, deine Reflexion, dein Output, dein Ausdruck, der Ausdruck deiner selbst, den du in jedem Menschen siehst. Und deswegen ist es so notwendig, dass Menschen, die das begriffen haben, die Wahrheit verkünden und sich nicht mehr in Geschichten und Zusammenhängen und Beziehungen verstricken, so wie dieser Pulli hier, in dem sie nichts zu suchen haben. Ich bin komplett unverstrickt, weil ich bin die Energie, die alles manifestiert und generiert. Warum sollte ich mich verstricken in Zusammenhängen, Beziehungen, Analysen, Rückschlüssen, Annahmen? Ich bin nicht verstrickt. Ich bin das göttliche Ich Bin in göttlicher höchster Perfektion. Nur mein Verstand hat gelernt, in Verstrickungen, die ihm vorgegeben und die er gelernt hat, zu denken. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das bin. Das bin ich aber nicht. Und all diese Verstrickungen, die betreffen mich, obwohl sie mich gar nicht betreffen. Weil jede einzelne Verstrickung, die mich betrifft, habe ich ja selber zusammengestrickt. Wenn ich jetzt aber aufhöre, dieses ganze Zeug zusammenzustricken und einfach sage, wer ich bin, und wie meine Reflexion da draußen, mein Ausdruck in dieser Welt, in diesem Universum ist, dann bin ich doch frei von Ahnenverstrickungen, von sonstigen Bullshit-Hirnverstrickungen da oben, die es nicht gibt, die ich dadurch kreiert und generiert habe für mich in mein Leben, in mein Universum, in mein Feld.
weil ich den Quatsch glaube. Und da auszusteigen und zu wissen, ich bin Realität. Und alles, was ich in meine Realität in ihr erkenne, ist entweder perfekt, wenn ich aus dem Divine Design heraus denke, oder nicht perfekt. Und so ist es. Und ich möchte dich anregen zu erkennen, dass all das, worüber wir uns so viele Gedanken machen, wo wir hinter die Wahrheit schauen möchten, es gibt da keine wahrhaftige Wahrheit als die Wahrheit, dass du dich entscheidest, wer du bist und der Ausdruck deines Universums, wie der ist. Und wenn du vorangehst und sagst, ich habe es verstanden, dass ich die Energie bin und die kommt aus meinem Denken, dass ich dann eben so denke, wie die Dinge, die ich da draußen sehen möchte. Und das ist der einzige Grund des Leidens. Diese Geschichten. Ohne Zusammenhänge, Annahmen und Rückschlüsse, Beziehungen und Bedingungen, keine Geschichte. Keine Geschichte. Alles löst sich auf in nichts. Und jetzt kannst du neu anfangen und dir eine Geschichte on point erzählen, eine Realität vorstellen, dich in diese Personality, von dieser Realität hineinzubegeben. Und alles andere ist Geschichte im Sinne von Historie. Wahr oder unwahr, wen interessiert es? Entweder ist es für dich, dann ist es deins. Und wenn du dich auf diesen Plattformen, auf dieser Bühne, in dieser Geschichte deines Lebens, die du jetzt gerade erzählst, wohlfühlst, weiter so. Wenn dir das gefällt. Wenn nicht, zieh dich raus. Entstricke dich. Mach dich neu. Aus der Perspektive des Divine Designs. Aus der Perspektive der Fülle und Erfüllung. Und mach das, was dir gefällt. Und die einzige Zusammenhänge, die da sind, wenn du in höchster Fülle, Erfüllung und Perfektion dein Selbstbild, dein Selbstkonzept für dich anerkannt hast, dann zeigt sich das auf alle möglichen Arten und Weisen. Und auf dieser Basis, wenn du jemand bist, der selbstständig Unternehmer ist oder Business, ist nun mal die absolute Business von dir zu stellen. Ohne Wenn und Aber, ohne Zusammenhänge, ohne Gründe. Es steht absolut da, wo du stehst, nur weil du da bist. Und wenn du da bist, wo du sein willst, ist dein Business automatisch da, wo du sein willst. Dein Branding automatisch on point da, wo du sein möchtest. Deine Message automatisch on point, wo du sein möchtest. Dein Marketing, dein Sales, was weiß ich nicht, was es alles gibt. Automatisch absolut on point, weil es du bist. Und es entspricht dir. Und wenn es dir entspricht, kein Stress, keine Angst, keine Sorge. Nichts von dem, kein Mangel, kein ich muss noch, kein mehr ich um zu, da bumm zu, sondern du hast nur einen Job, deinen Seinszustand zu verankern und daraus dein Leben und dein Business auszudrücken und deine Beziehungen. Und da ist kein Mangel. Der ist nur in diesen verdammten Zusammenhängen in deinem Kopf. Wenn ich das noch nicht habe, wenn ich das noch nicht erreicht habe, wenn mein SP noch nicht an meiner Seite ist, wenn ich da noch nicht hundertprozentig bin und so weiter und so fort. Das ist dieses Ding.
Es wird nie hundertprozentig sein, wenn du nicht anerkennst, dass du 100% perfekt, ideal, in Ordnung so bist, wie du bist. Ohne Wenn und Aber, ohne Beziehungen, ohne Zusammenhänge, ohne Verstrickungen, sondern einfach nur, weil du sagst, wer du bist und dein Leben deswegen so ist und dein Business deswegen so ist. Vollkommen eine andere Welt. Aber du bist nun mal absolut all das, was du bist. Du bist absolut deine Angelegenheit, deine Beziehung. Es ist dasselbe. Rising Up zeigt dir zum Beispiel, wer du absolut bist in deiner absoluten Personality. Dass du dich da oben hinsetzt und sagst, ich bin absolut so, wie ich bin. Absolute Ordnung und Perfektion. Mit all dem, was ich ausdrücke. Und ich drücke nun mal Perfektion aus. Und wenn du in einer Beziehung Perfektion ausdrückst, das heißt, kannst du nicht da draußen einen SP sehen, der ein Arschloch ist. Unmöglich. Du kannst jemanden sehen, der Arschlochgeschichten für dich verkörpert. Aber warum solltest du das tun? Du kannst jemanden sehen, der eine Reflexion von deiner Vergangenheit oder von irgendeiner Vergangenheit, jeder Mensch kann, hat unendlich viele Möglichkeiten, sich zu reflektieren. Aber wähl doch die, die dir gefällt. Dann musst du aber gleichzeitig wissen, dass diese Personality, diese Identität von deinem SP, die sein muss, die dir gefällt. Und dann bist du in love mit dem. Egal, was sich da für eine Geschichte zeigt, weil du bist immun gegen Geschichten. Du lebst in deinem eigenen Universum und du glaubst keine anderen scheiß Geschichten mehr. Gehen wir zum Business, genau dasselbe. Du hörst auf zu hasseln, zu rennen, zu machen, zu tun, sondern du bist in dir. Du und dein Business sind eins. Und diese Einheit kann nur geil sein, wenn du geil bist. Einschränkungslos. Und du bist es. Aber dein Kopf muss es wissen. Ja, meine Lieben, jetzt suche ich einen Titel für dieses Video, das ich nachher nochmal hochladen werde auf meinem Kanal. Freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du versuchst, diese Dinge für dich umzusetzen und zu integrieren. Und es geht nirgendwo hin, ohne dass es in deinem Kopf drin ist. Und je mehr und mehr und klarer es in deinem Kopf ist, desto klarer ist es in deinem Körper, desto klarer entsprechen deine Emotionen das dem, was du wirklich bist. Und schon ist dein Körper gesund, schon ist dein Geist gesund, weil deine Seele, dein Divine-Design ist eh schon gesund. Schon alleine sich das einzureden, dass man irgendeinen energetischen Körper, ein Inner Being oder irgendwas in seinem Innen tragen könnte, was scheiße wäre, ist schon wieder falsche Welt, falsche Ansicht, falsches Design. Okidoki. Ich freue mich riesig auf unsere Ich bin Divine Design Community. Lies meinen Community Post, dann weißt du, das ist Secret Offer. Jetzt eine 3-monatige Mitgliedschaft für die Community ist. Du kannst immer noch einsteigen. Wir starten 30. Oktober mit unserem Kickoff-Call. Es gibt wahnsinnig geniale Beiträge, Coachings und so weiter und so fort. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du eine Welt suchst, wo die Leute eben so ticken. Und es ist mir wirklich, wirklich wichtig. Auch in meinen Coachings. Ich komme immer wieder zurück. Immer wieder hole ich meine Coaches in der Welt der Beschränkungen und Ansichten, Rückschlüsse und Analysen ab. Hole sie wieder zurück, sodass sie ihrem Divine Design aufsteigen können, sich verankern können, dass es Rising Up und absolut ist, einfach wirklich für
die Unternehmerin, die bereit ist, keinen Bullshit mehr zu verzapfen. Und was glaubst du, wenn du keinen Bullshit mehr verzapfen musst, wie leicht dein Marketing ist, wenn du einfach nur deine Wahrheit sagen musst, die absolute, absolute, wahrhaftige Wahrheit, dann musst du keinen mehr, keine Kundensprache mehr lernen, dann musst du gar nichts mehr, dann musst du in keine anderen Welten mehr eintreten, sondern alles sind schon in deiner Welt, weil du weißt, wie absolut funktioniert. Und so macht doch Business Spaß. Der andere Quatsch, dieses Human Design Business, ist doch fad. Es hat doch noch nie einen wirklich begeistert, oder? Also, wenn du dein Business wirklich aufs absolute Level setzen willst, schreib mir. Wenn du dazu passt, reist du mit. Bis dann, wir sehen uns bald. Ciao, ciao.